InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Der Sturm Emma war in der Gegend um St. Peter am Hart mit besonderer Wucht unterwegs. Häuser wurden zur Gänze abgedeckt, Anwesen beinahe vernichtet und zahlreiche Bäume entwurzelt. Die von dem orkanartigen Sturm Emma teilweise geknickten oder umgestürzten Strommasten haben die Bürgerinitiativen aus Burgkirchen auf den Plan gerufen. Die seit Jahren geforderte Erdverkabelung der neu zu errichtenden 380 KV-Leitung wird jetzt noch vehementer gefordert. Diese Masten waren ja vor 20 Jahren schon mal geknickt und man hat es scheinbar verabsäumt, obwohl sie darauf aufmerksam gemacht worden sind, der Verbund, dass hier der Wind so stark ist und dass die Gefahr da besteht, kommt man jetzt erst drauf, weil ich gelesen habe, der Verbund wird das jetzt überprüfen, wie die Windlage hier ist, und das erstaunt mich aber, nachdem ja das auch beim UVP-Verfahren durchgegangen ist und scheinbar nicht geprüft worden ist. Mir ist das unverständlich. Verständlich, nachdem es eine andere Möglichkeit gibt, also eine teilweise Verkabelung in sensiblen Gebieten, dann wäre es ja nur zu wünschen, dass das auch durchgeführt wird. Und in Burgkirchen ist eine teilweise Verkabelung möglich. Vom Wasserrecht her hat der Ingenieur Schaufler das schon voriges Jahr kundgetan. Was spricht gegen eine Erdverkabelung? Ja, unser Problem war also von Anfang an, dass diese ortsnahe Trasse, die zwischen den zwei Siedlungskernen Geretsdorf und Burgkirchen durchgeht, Abstand zu den Objekten 70 Meter, für die Gemeinde im Interesse der Bürger natürlich nicht tragbar ist. Wir haben also mehrere Vorschläge gemacht, unsere Vorschläge sind nicht berücksichtigt worden. Es ist also jetzt die Situation zugespitzt auf die Erdverkabelung, und diese teilweise Erdverkabelung ist nach letzten Stand der Dinge auch technisch machbar, und deshalb erwarten wir als Gemeinde, dass der Umweltsenat das Verfahren wieder zurückweist an die erste Instanz und dass wir dadurch eine Möglichkeit kriegen, doch diese Erdverkabelung in dem Bereich, ca. 1,5 Kilometer müsste das sein, dass wir das dort erreichen. Durch die Umweltverträglichkeitsprüfung, die ja bereits abgeschlossen ist und positiv abgeschlossen ist zu unserem Leidwesen, gehen wir davon aus, dass das Verfahren neu aufgerollt wird, aufgrund der neuen Erkenntnisse und eben der Rückweisung durch den Umweltsenat an das Land Oberösterreich zur neuerlichen Prüfung. Bleibt zu hoffen, dass nicht noch mehr Stürme über das Land hereinbrechen müssen, bis endlich die richtige Entscheidung getroffen wird.